Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch Ghost Recon Wildlands. Die meisten von euch kennen das Game. Ich möchte trotzdem ein paar Missionen zusammen mit euch spielen. Es gibt ja da diese verschiedenen Distrikte und ich habe mir vorgenommen, bis zum Boss dieses ersten Distrikts zu kämpfen und den vielleicht platt zu machen. Schauen wir mal, ob das klappt. Wir gehen mal zuerst durch die Charakter-Einstellung. Ich möchte eine Lara Croft haben, also einen weiblichen Charakter. Und nehme mir hier. Ah ja, Walker ist ausgewählt. Dann gehen wir hier schnell durch. Augenfarbe braun, kein Bart bitte. Haar nehme ich Pferdeschwanz. Haarfarbe schwarz. Gesichtsdetails lasse ich weg. Aussehen. Erstmal keine Gesichtsbemalung Santa Maria. Und was passt hier? Ein Heiligenbild. Wunderbar. Dann Accessoires. Augen. Wird bestimmt sehr hell dort. Also wird die Sonne scheinen. Ich nehme mal hier dieses Basecap. Headset-Knopf ist okay. Das ist okay. Dann nehme ich das mit der Antenne. Aufnäher brauche ich nicht. Kleidung, legeres Bürohemd, ne. Nehme ich hier das Tanktop. Keine Weste, Hose. Die sieht rustikal aus. Schuhe sind da, Kampfstiefel, Tarnanzüge brauchen wir nicht. Aufnäher brauchen wir auch nicht. Besondere Outfits. Nee. Kostüme auch nicht. Schauen wir mal rum. Ja. Das passt gut. Dann. Charakter gespeichert. Schwierigkeitsgrad extrem. Der Simulationsmodus. Ein realistisches Szenario für taktisch orientierte Spieler. Die Gegner sind extrem tödlich, aufmerksam und gut ausgebildet. Ja, bei diesem oder bei diesem Spiellevel ist es eben so, dass bestimmte Features nicht dabei sind, die in den leichteren Spielmodi drin sind. Ich habe aber zusätzlich noch ein Feature abgestellt, weil ich das unrealistisch finde und würde gern auch ein paar grundsätzliche Dinge zu dem Spiel bzw. zu der Art des Spiels sagen, wie ich das spielen möchte. Zum einen ist es eben so, dass das ja kein wirkliches Survival-Spiel ist. Wir müssen nicht trinken, wir müssen nicht essen, wir brauchen keinen Schlaf. Damit kann ich mich zufrieden geben. Aber es gibt noch ein paar andere Dinge, die würde ich gerne ein bisschen anders handhaben, als das Spiel es vorgibt. Hier kommt erstmal ein Einspieler, ein kleines Video. Da schauen wir erstmal kurz rein. Er war ein Freund von mir. Das tut mir leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie einen Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Habe extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr wärt beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman. Die Entwicklungshelferin.
Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr Sie sich abschotten, sich abhärten, auf El Sueño sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind eine Taskforce aus CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Aha. Seid vorsichtig, ich werd's auch sein. Na, hier steht unser Kontakt vor Ort. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari. Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Nacht. Ja, wunderbar. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Okay, fein. Ja, hier wurde uns schon ein erster Einsatz angeboten. Das ist also das Camp, wo wir starten. Ich schaue mal auf die Map. Wir sind, wenn man ganz raus scrollt, ne, das wollte ich nicht. Nur die Map. Genau, hier. Dann sieht man, wie riesig dieses Gebiet ist. Wir sind jetzt hier in Itaqua. Und können hier eben starten. Diese Mission werde ich nochmal abwählen. Weil, wie das eben in diesen Spielen hier so üblich ist, man ja erstmal beginnt so ein bisschen zu leveln. Ich habe mir vorgenommen, wir nehmen mal hier diesen Fußweg, bewegen uns mal hier am Rande des Distrikts lang. Hier gibt es einen unbekannten Ort, den ich mir gern anschauen möchte. Und auf dem Weg dorthin
möchte ich ein bisschen erklären und ein bisschen... Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Norman? Aha, der Söldner mit Ethik. Ein Vergeltungseinsatz. Konzentrieren wir uns, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua. Naja, das ist nicht mein erstes Ziel, sondern ich denke, wir machen eben hier erstmal eine kleine Erkundungsmission und das gibt mir die Möglichkeit, ein bisschen was zum Spiel zu sagen. Ihr seht, das ist auch wirklich sehr schön. Vielleicht erstmal was Technisches zu den Grafikeinstellungen. Bin hier noch ein bisschen beim Performance-Austesten. Ich werde mir anschauen, wie das eben dann auf YouTube aussieht, denn YouTube presst ja das Video auch immer noch. Es sind Gegner in der Nähe. What? Video, also YouTube presst das Video ja auch immer noch mal ein bisschen zusammen. Ich schau mal gerade. Und deswegen kann es eben sein, ach, da gibt's Gegner. Da ist noch ein Tango. Dass ich die Performance-Einstellung erstmal so ein bisschen ausleveln muss. Das heißt, wenn jetzt hier bei diesen ersten Folgen das noch nicht so ganz zufriedenstellend ist, macht euch keine Sorgen, das wird nach und nach kommen. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um die beiden. Shit, Kartellsoldaten in der Nähe. Sauber. Seid ihr okay? Tja, die waren unaufmerksam und könnte jetzt die Bikes hier nehmen. Aber ich... Mal kurz auf die Map schauen. Möchte ja hier hin. Ich wollte ja ein paar Sachen zum Spiel sagen. Also, Grafik werde ich halt so nach und nach ausregulieren mit dem Ziel, das Maximum an schöner Grafik bei entsprechender Performance eben hinzubekommen. Das wird vielleicht ein paar Folgen dauern. Schaue ich mir genauer an. Dann die Art des Spielens. Also ich möchte es so taktisch wie möglich spielen, heißt einfach auch so selten wie möglich sterben. Man spawnt ja hier immer wieder von neuem, das ist ja eigentlich kein Problem, aber ich möchte es trotzdem so spielen, dass ich zurückhaltend bin und keine unnötigen Risiken eingehe, sondern es so spiele, als würde mein Charakter wirklich taktische Überlegungen anstellen und halt nicht mit brutaler Gewalt versuchen, Missionen zu lösen. Dann etwas, was das Spiel eben bietet, normalerweise ist, dass alle Gegner rote Kreismarkierungen über den Köpfen haben, ebenso wie die Rebellen, also die Alliierten, haben grüne Markierungen und das ist eben eine Geschichte, die ich total unrealistisch finde, die ich deshalb abgeschaltet habe. Gut, alles grün für uns. Dadurch wird das Spiel nochmal sehr, sehr viel schwieriger. Ich schau mal gerade, wo wir sind. Ja, wir wollen ja vielleicht hierher. Das scheint mir eine schöne Sache zu sein, da gehen wir mal hier über den Hügel. Da gibt es nämlich einen Heli. Und es gibt noch eine Geschichte, die ich nicht nutzen werde, nämlich die Möglichkeit, Fahrzeuge zu spawnen. Man kann die sich also überall, wo man ist, muss man zwar so nach und nach freischalten, aber man kann die überall abwerfen lassen. Und da fragt man sich natürlich, wie geht das? Wird das mit einem Fallschirm abgeworfen? Also, das scheint mir unrealistisch. Und das lasse ich auch weg. Darüber hinaus möchte ich keine Zivilisten töten oder verletzen. Versteht sich eigentlich von selbst. Ist nur so,
dass wenn man hier eben beispielsweise eine Mine auf der Straße liegt, die für Gegner gedacht ist, dann fährt da auch ab und zu mal ein Zivilist rüber. Das heißt, wenn ich sowas verhindern kann, werde ich das tun. Also nach Möglichkeit alle Zivilisten rauslassen aus den Kämpfen. Das wird nicht immer gelingen. Manchmal ist es auch so, dass ein getroffener Gegner rast beispielsweise in einen Benzintank, der geht hoch und dabei erwischt es dann auch einen Zivilisten. Solche Sachen kann man natürlich nicht hundertprozentig kontrollieren, aber ich versuche das so mit einem Minimum an zivilen Opfern eben über die Bühne zu bringen. Dann möchte ich außerdem auch von der Blitzreise keinen Gebrauch machen. Die Blitzreise Hey, das sind Feinde. Ermöglicht es mir normalerweise an jeden Ort mit einem Klick zu kommen. Also nicht an jeden direkt, aber an verschiedene so, ich sag mal so, Rebellenstützpunkte kann man dann eben reisen oder zu seinen Teammates. Das würde ich nur in größter Not machen, dann, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer Felsspalte festklemme. Manchmal buggt das Spiel so ein bisschen rum und da kommt man dann eben nicht anders weg, als sich irgendwo hin zu beamen. Das würde ich dann im Notfall tun, aber ansonsten versuche ich, mich nur mit den Möglichkeiten hier zu bewegen, die eigentlich realistisch sind. Dazu gehört für mich auch, dass ich einem armen Bolivianer nicht sein Auto klaue. Das gibt es hier als Möglichkeit in dem Spiel. Man kann Leute auf der Straße anhalten und die dann mit vorgehaltener Waffe aus ihrem Auto rauszwingen. Möchte ich nicht machen. Die Leute sind hier arm genug und es gibt auch genug Kartellwagen, mit denen man fahren kann. Also kein Grund, die Leute hier auszuplündern. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir schon unsere erste, ja, ich würde sagen, Mini-Mission. Das sind Militärposten. Die sind besonders gut bewaffnet. Bei denen muss man echt vorsichtig sein und gut ausgebildet. Besser als die Leute vom Drogenkartell. Und ich gehe in Position. Bei denen muss man vorsichtig sein. Ich sehe noch einen Tango. Kann ich hier rüber schenken? Ja. Fuck, greife an. Wir haben sie aufgescheucht. Okay, es ist alles gut. So. Damit hätten wir unseren Heli. Wir müssen nur schauen, ob von da hinten Gefahr droht. Passt auf, wir haben Scharfschütze im Turm. Ja, der hat uns aber nicht bemerkt. Okay, und hier gibt es eine Waffenkiste, also Munitionskiste. Und hier können wir Nachschub markieren. Wie das also alles funktioniert, werde ich euch so nach und nach im Laufe des Games erzählen. Für den Moment, finde ich, ist das ein ganz guter Start. Hier so eine Waffe des Gegners aufzunehmen, bringt nicht viel, weil wir die beim nächsten Start des Spiels ohnehin wieder verlieren. Bedeutet, wir können die nicht im vollen Umfang nutzen. Hängt auch damit zusammen, dass wir nur unsere eigenen Waffen mit Upgrades ausrüsten können. Aber wir haben jetzt hier den Hubschrauber. Wundert euch nicht, dass ich in den ersten Einstellungen und in den ersten Missionen oder in den ersten Begegnungen mit Gegnern sehr, sehr vorsichtig bin. Man stirbt unheimlich schnell in diesem Spiel, weil eben man ja eigentlich eine kleine Aufklärereinheit ist. Recon heißt der Aufklärer und wir sind eben nicht gut gepanzert. Gerade auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad stirbt man irre schnell und ich möchte es aber vorsichtig angehen lassen und deshalb
halte ich mich ein bisschen zurück. Ich mach das, ich fliege. Werde erstmal sneaky an die Sache herangehen. Okay, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo da lasst. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.